Freunde, welcome back to Kenita Sheila. Heute mal wieder mit schöner Lingerie und einem Strumpf natürlich. Und zwar ein Set, das habe ich mir im Sommer gekauft. Das ist ein enger Rock und ein Oberteil und ein Strumpf, ein Stay-Up-Betäuber von Transparenz. Den habe ich noch nicht angehabt. Den habe ich letztlich jetzt im Wintersell noch gekauft. Ich glaube, der war von 30 Euro auf 70% runtergeregelt für 12 Euro. Den ziehe ich auch noch an. Ich habe jetzt gerade erstmal das Teilen angezogen, was ich habe ich mir natürlich hier das Set auch noch gekauft im Sale im Winter. Und heute stelle ich euch zwei Styles vor und ihr sagt mir einfach, welchen ihr besser findet. Ne? Also ich zeige euch jetzt mal das, was ich gekauft habe. Und zwar, das ist dieser String, den finde ich super sexy. Den gibt es auch noch in zwei anderen Farben, vielleicht kaufe ich mir den auch noch. Und dieses Oberteil, das ist eigentlich ein BH, aber ich finde den halt vom Stil halt super sexy. Und den ziehe ich jetzt mal diesen Rock an. Der ist natürlich eigentlich jetzt kein richtiger Rock, sondern das ist ja eigentlich eher so ein Mesh-Rock. Also das war so ein Set von Hunkemöller, das Oberteil. Ich glaube, da brauche ich nur ganz viel Sport, bis ich da mal reinpasse. Ich finde, das ist ja wie so ein großer Strumpf quasi, der an der Seite so ist. Aber so für Styles kann man sicherlich machen. Und deswegen ziehe ich jetzt dann noch, das habe ich letztlich bei Tessenist gekauft, so für auch ein paar Euros, 10 Euro. Es ist nicht wirklich mein Stil, aber ich glaube, darauf sieht es ganz witzig aus. Also sieht so elegant aus und ein bisschen sexy. Und dann ziehe ich gleich noch den Strumpf an. So. Und auf den Haaren habe ich so ein Haarspray, wo ich sagen muss, das habe ich mir ja bei billig gekauft, aber das färbt alles irgendwie ab. So, also das hier, glaube ich, sieht ja eigentlich ganz süß aus. Das ist transparent mit dem Rock hier. Und jetzt ziehen wir mal diesen Strumpf an. Der Strumpf ist von Transparenza, das ist die italienische Firma wieder. Na, die kennt ihr ja schon. Und die habe ich jetzt lange gebraucht, bis ich den unbedingt habe. Ich wollte den unbedingt haben. Das ist jetzt auch kein richtiger, ich sage vom Material her, ist das eher so ein, also es ist halt wie so ein sehr dicker Strumpf quasi. Sehr, sehr dick. Finde ich super sexy. Hatte ich früher, wie ich jung war, auch. So gesehen ist der ja wirklich dick. Na? Und das ist so quasi ein, mit so einer Naht hinten. Genau, und jetzt schauen wir mal. Ich könnte mir gut vorstellen für Halloween, für so ein Krankenschwesterkostüm. Ob das jetzt hier oben hält, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist Größe L. Ich habe extra L genommen. Ich finde, Transparenz macht super schöne Strümpfe. Wie findet ihr den? Also er ist wirklich sehr dick. Dickes Material, Silber. Na, ich muss sagen, ich bin jetzt zwar schon wieder ein bisschen besser fit, aber ich habe gerade gemerkt, mir fällt es echt schwer, so einen Strumpf anzuziehen, weil ich immer noch nicht richtig runterkomme. Genau, das sieht man halt, dass dieser Strumpf es immer hochrutscht. Und das Oberteil, was eigentlich zu dem Unterteil gehört von Hunkemöller, ist das da, aber ich glaube, da passe ich noch Ewigkeit nicht mehr rein. Jetzt ziehe ich mir noch einen schönen Schuh an, wenn ich reinkomme. Den habe ich, glaube ich, auch vor Jahren mal gekauft bei Bagatti. Gibt das auch nicht mehr. Ja, dann sagt doch mal, wie findet ihr meine neuen Dessous und meinen Strumpf von. Man merkt, dass der Schuh echt alt ist und ich komme auch nicht mehr richtig rein. Muss ja auch nicht reinkommen. Oh Gott, ey. Jetzt heute filme ich mit meiner neuen Softbox. So, jetzt gucke ich mal, dass ich hier noch ein bisschen... Ja, wie findet ihr das?
das war jetzt hier kurz und knapp mit mir. Also, wie gesagt, nochmal Chaos im Hintergrund, so wie immer halt. Wie gesagt, wenn ihr mehr von mir wissen wollt, ich habe jetzt unten noch was verlinkt. Ich fange jetzt demnächst endlich mal Patreon an, weil es mir besser geht. Ja, und ich freue mich auf euch. Bin gespannt, wie ihr meinen Stil findet. Also das ist eigentlich jetzt nicht wirklich dafür da, weil man eigentlich wahrscheinlich sollte am besten gar nichts drunter anziehen. Na? Und das Sakko, da ist es übrigens auch Vintage. Das hat mir eine Freundin meiner Mutter geschenkt. Das ist, glaube ich, man sieht es ja, diese 80s Polster. Ja, also, wie gesagt, das war jetzt schon kurz und knapp mit mir. Ich wünsche euch was. Also ich finde, der trägt sich schon mal sehr gut. Das ist, glaube ich, erst so ein Strumpf, den würde ich auch im normalen Leben anziehen. Wirklich, der ist, ich finde den sehr, sehr weiches Material. Und man merkt halt die Qualität halt irgendwo dafür. Und er hat hier hinten auch so eine sexy Laufmasche. Ich weiß es nicht, eigentlich Laufmasche. Naht hatte. Ich weiß nicht, ob man das auch sehen kann. Na. Ja, und jetzt mache ich wieder öfters Videos, weil es ja offiziell darf ich jetzt mit Sport wieder anfangen. Muss ich natürlich langsam anfangen. Weil 6 Monate kein Sport war jetzt echt schon richtig hart für mich. Ne? Na, also, bin gespannt auf euch. Dankeschön.